Und, fällt euch schon was auf? Ja, ich bin unrasiert. Ja, ich habe mir einen neuen Rasierer gekauft. Aber ich habe mal die Leute gefragt, ob ihnen noch was anderes an mir aufgefallen ist in den letzten Wochen. Schaut an, was sie sagen und staunt. Ich trainiere hier gerade Klimmzüge, Dips und Liegestütze. Was haust du mir hier an Kopf in meinem Training? Du siehst viel zu dünn aus, Alexander. Du hattest gestern Geburtstag und wenn du nochmal Geburtstag haben willst, dann darfst du es nicht so übertreiben. Hast du mich verstanden? Guck mal, deine Hosen passen dir nicht mehr. Deine T-Shirts, die schlabbern. Du rennst rum wie ein Geistesgestörter von Maschine zu Maschine. Relax. Du musst ein bisschen relaxen, Alex. Hast du mich verstanden? Ja. Schmal geworden. Bestimmt 20 Kilo. Und sieht besser oder schlechter aus als vorher? Besser. Besser. Viel besser. Siehst auf jeden Fall besser aus. Also schlanker und definierter. Und du hast hier so ein breitere Schultern, also so ein Schwimmerkreuz so ein bisschen bekommen. Sieht gut aus auf jeden Fall. Also ich bin neidisch auf dich. Ja, jetzt muss ich arbeiten. Ist auch schon hier, ja. Ja, dann. Hat sich irgendwas verändert in mir? Bin ich fröhlicher, trauriger, gestresster? Siehst gesünder aus. Sieh gesünder aus. Ja. Cool. Du Sandra, ist dir irgendwas an mir aufgefallen in den letzten Wochen? Oh, Alex. Ja, ich denke schon. Mir ist aufgefallen, dass du hier deutlich mehr trainierst. Und das hat natürlich zur Folge, dass einfach du schon viel an Gewicht verloren hast. Also ich sehe schon, du kommst gut in Shape. Ja, vorher hast du ja auch selber ein bisschen kritisiert, da ist ein bisschen Bauch oder so. Und das geht langsam weg. Du wirst kräftiger. Also beziehungsweise deine Muskeln sind besser zu sehen mittlerweile. Genau. Ja, die letzte Woche ist mir noch aufgefallen, dass du ein bisschen schwach warst. Du warst krank, hast du mir erzählt. Und ich denke mal, da hat das Training und auch die Diät, die du gleichzeitig machst, dich ein bisschen geschwächt. Da war es auch irgendwie in der Zusammenarbeit ein bisschen schwierig und dir fehlte die nötige Energie. Jetzt, wo du wieder gesund bist, habe ich das Gefühl, du bist ja, sehr gut in deiner Kraft, hast wieder Lust aufs Training, Lust auf die Arbeit und auf die Arbeit mit deinen Kunden, bist motivierter und ja, ich denke, so wirst du einfach die nächsten Kilo noch locker abnehmen.